Ey, yo, yo. Sonntagsvlog. Rest der Woche alles Mist, weil Sonntag normaler Vlogtag ist. Sonntag ist Vlogtag. Ich nenn's einfach Bams. Hallo? 76 für die 35, bitte. Läuft. Warte mal, ich guck mal, auf der Aufnahme läuft. Warte mal kurz. Ich mein, rück mal ein Stück. Rück mal. Warum bist du hier? Nee, warum? Geh mal aus dem Bild raus. Willkommen zu Wams Nummer. Welche Nummer ist das? 67, ne? 67 ist das. 67 wäre geil. Ich meine, wäre es über ein Jahr. Nein, das ist Wams 47. Danke fürs. Danke fürs Korrigieren. Bin ich hier an. Willkommen zu Wams Nummer. Du bist immer noch im Bild irgendwie. Eigentlich ja, weil. Ich mag dich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber du bist irgendwie. Du bist irgendwie. Willkommen zusammen. Zu Wams Nummer 47. Mit. Wie heißt du? Mensch. Deine Mutter. Hallo mit. Hallo zu Wams Nummer 47. Mit meiner Mutter. Ich hab dich ganz anders in Erinnerung. Richtig, genau. Hast du mich wirklich geboren? Ja. Mit was? Mit Glück? Ich war ein Prestige-Objekt. Wer war das nicht? Du bist immer noch drin im Bild. Nee, willkommen zu Wams Nummer 47 und herzlich willkommen zum Sonntag, den 1. Mai, ich sag mal, ist. Heilige Mumble! Habe ich gesagt, du sollst irgendwie aus dem Bild raus? Und keiner sagt dir, heiliger Blümmer, wo ist ich, du schwuler Dreckwichser hier? Max fucking hier, ne? Mit den Filmen und so. Wie kommst du denn hier? Hau mal die Fresse, gib mal Feuer, du Pimmel. Ey, was verpasst ihr, Spacken? Was ist denn das hier? Oh, was willst du? Ich will hier den Wams drehen. Ich meine, ich. Nein, warte, hallo, wie kommst du hierher? Jetzt kannst du Feuer, Hermann. Das ist eigentlich. Ist egal. Komm mal. Wie kommt ihr hierher? Alle mal die Schnauze halten. Warte mal, alle mal pst machen. Willkommen zu Wams Nummer 47 in der Special Asozial-Version wahrscheinlich, weil. Ja, ich meine, wie heißt du? Marlo. Ich bin Marlo. Und Mike und auch Hermann ist hier. Und ich was? Irgendwie ist das hier ein bisschen eng geworden. Die Frage ist ja, was wollt ihr hier und was. Aber wo eng? Du bist zu fett. Ich bin zu fett, warum weil ich eng bin. Ja, du bist zu fett, weil du zu eng bist. Ja, das ist, beide Komponenten haben Marlos Mutter, fett und eng. Und trotzdem ist Marlo rausgekommen. Ne? Also, yeah. So eine große Nase aus so einer fetten, engen Muschi, ne? Das musst du erstmal hinbekommen. Ne? Eng und ich meine, ich bin Unikat. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, Unikat, ne? Stimmt schon, aber nicht gerade im positiven Sinne. Nur weil du einzigartig bist, heißt das nicht, dass du irgendwie nützlich bist oder so. Auch vielen Dank. Übrigens habe ich dir erzählt, dass ich letzte Woche im Netto war, wollte eine Palette Schlosspilz kaufen. Da war so eine Kassiererin, die keine Unterhosen anhatte. Und dann hat die hinten dran irgendwie gesagt, ja, hör mal hier, Vordrängeln. Da habe ich gesagt, ja, hör mal hier, Wams. Und weißt du, Junge, hier. Warte mal, die Kassiererin hatte keine Unterhosen an? Ich dachte, das ist so, das ist der Flotex. Ich wollte jetzt auch mal Wams machen. Echt jetzt? Ja. Ja, dann mach das. Herzlich willkommen zu Wams 47. 47. Der König im Amts. Wir, also ich, FloTube, sitze hier in meinem Wohnzimmer wie immer, nachdem ich im Netto war und Kassiererin beobachtet habe. Okay, jeden Tag. Ich erzähle die Geschichte nochmal. Okay. Da war der Mike in so einem Netto und hat gerade eine Ghetto, Palette Schloss. Nicht Netto, es war Ghetto. Entschuldigung. Der Mike
war gerade im Ghetto und das Ghetto hat gesagt, ja, du musst im Netto einkaufen im Ghetto. Das ist meine Zigarette. Nein, das ist meine. Ja, wenn ich mal, was hast du hier, dann muss auch Ruhe stiften. Yes. Ja, ja, erzähl du, erzähl. Also, der Mike war im Ghetto, im Netto und die Kassiererin hat gesagt, du hättest gern ein Cornetto. Ein Cornetto aus dem Ghetto? Aus dem Netto? Aus dem Cornetto. Das Cornetto aus dem Netto? Wie kommt Manus Mutter aus dem Ghetto? Ja, das war ja einem klar irgendwie. Aber, nee. Nee, aber mein Alter kommt wirklich aus dem Ghetto, Ghetto-Style, weil ich wohne in so einem Block. Entschuldigung, ich wollte nur löschen. Ja. Du wolltest weiter moderieren, aber er kann es halt nicht. Weißt du, wenn halt mehrere Leute dabei sind, dann kann er es halt nicht. Ich singe jetzt das Mike-Thema von hier, der Theme-Song hier. Willkommen hier auf meinem Kanal, jetzt bist du wieder asozial! Ich kenne den Text da nicht mehr weiter. Aber ihr könnt es ja sicher denken. Willkommen hier auf meinem Kanal. Und jetzt sagt Hermann... Wir können normalerweise auch das Intro einspielen. Hermann sagt jetzt... Nimm dir ein Bier. Hermann sagt jetzt... Ich guck mal, ob die Aufnahme läuft. Und er sagt jetzt noch... Liebe Videofreunde, ich guck mal, ob die Aufnahme läuft. Ja, genau. Nee, ihr merkt schon, der Wams ist wieder ziemlich toll. Ihr wisst jetzt, was ich die Woche gemacht habe, nämlich... Analverkehr. Was haben jetzt an Flo hat, ungeschützten Sex gehabt. Das ist Problem. Das wenn ihr als heterosexuellen Analverkehr habt. Ich distanziere mich von dir. Ist das. Er macht's wirklich. Das Problem ist, wenn ihr heterosexuellen Analverkehr habt und der Frau ins Poloch fickt, dass eventuell eine andere Frau, die noch dementsprechend dabei ist, den Penis doch in den Mund nehmen will. Das ist doch irgendwie... Wir haben vorher gesagt, dass wir... Was ist eigentlich das Thema? Penis ist Ordnung, aber wir dürfen nicht sagen, Fotze, Kinderficker, sowas, das ist tabu. Ich habe nichts von denen erzählt. Du hast Penis gesagt. Das ist ja, Penis. Penis ist vergleichbar mit Pädophilie. Nein, doch? Penis darf nicht sagen. Du darfst Penis sagen. Das darfst du nicht sagen. Ich meine, wenn ihr ungeschützten... darf ich Anal sagen? Ja. Wenn ihr ungeschützten Analverkehr... Mit einem Neger! Entschuldigung. Mit einem, Menschen pigmentierte Überreifung. Voll pigmentiert. Ja. Dann, ist es ja so. Hallo, hör doch mal auf damit. Das ist ja, ne, Mikrofon, Tisch, unfähig. Richtig das Mikro, ne? Dass ihr den Menschen eventuell nicht mehr, also den Menschen, der den überdimensionalen Penis hat, nicht mehr lutschen wollt. Darf ich lutschen sagen? Ja, lutschen ist okay, Neger auch, aber überdimensional ist tabu. Normalerweise heißt es eigentlich Afroamerikaner. Normalerweise lässt ihr. Weißt du, wenn der aus England kommt? Dann ist es ein Afro-Engländer. Also dann auch, Malo sagt, das heißt Afroamerikaner. Wenn er aus England kommt, ist er dann auch Afroamerikaner. Du Affe. Früher war alles einfacher. Okay, scheiße. Nochmal. Nur vom Anfang an, Wams. Du bückst dich da so hin und ihr tut so, als würde er gar nicht da sein. Maximal pigmentiert heißt es. Maximal. Ruhe da auf dem billigen schreit Klicken. Die Menschheit aus dem Off. Kamerakind an Katrin. Ja, so ich hier wieder Beine. Ja, wir versuchen es nochmal. Willkommen zu Wams Nummer 47. Menschen sind da. Menschen gucken zu. Menschen schalten ab und Menschen sind einfach Menschen, weil eine Menschheit ist doch nur so, ich sag darf mal... Darf ich mal kurz unterbrechen? Gab es nicht so ein Herbert Grönemeyer-Lied? Mensch! Oh, Mensch! Aber sei heißt, Mensch! Heißt der Mensch nicht Mensch, weil er... Mensch ist Mensch! Weil er lacht und weil er lebt. Weil er lacht und lebt! Ja. Das ist doch Sommerzeit! Ich bin der Grönemeyer! Was mache ich hier? Warum ist das so? Willkommen! Warum seid ihr so? Ist auf, okay, machen wir nochmal. Ich meine, nicht Grünemeier machen. Okay. Nee. Du schnupperst mal einmal im Arsch rum. Läuft. Riecht's gut? Ja, wahrscheinlich. Dankeschön. Ja. Also der Flo riecht gut, der riecht nach irgendwas Gutem. Ja, Flo riecht halt. Ich glaube, das ist. Flo hat Aftershave genommen und deswegen.
Was wichtig ist, dass man das Aftershave nach der Shave benutzt und nicht, ansonsten wird es ja Pre-Shave heißen. Vorder-Shave heißen. Before-Shave, Before-Shave. Alter, meine Schnauze halten jetzt. Willkommen zu Wams Nummer 47.11. Das ist Malu, das ist Mike und das ist Hermann. Und das Offsprecherlein ist A to the Muffin. A to the Muffin K. AK-47. Mach's nochmal. Du schnupperst an meinem Arsch rum. Ja, mach. Riech an meinem Arsch, Mann! Willst du das schneiden jetzt? Hey, going home. Wir sollten Steff mal erst, Mann. Und wir sollten Manu kein Bier. Jetzt mal, wenn ich Manu. Ja, Pimmel hier, doch. Pimmel. Wir sollten Manu kein Ritalin mehr geben, aber egal. Oder mehr davon. Nochmal, alle mal. Hallo und willkommen zu Wams Nummer 47. Das ist ein Mensch und das ist Malo. Da vorne ist Hermann und da ist die Freundin von Mike. A to the motherfucking K. Outside of the picture. Malu ist hackendicht, Mike ist ein wenig breit und Hermann macht so sein Style. Hermann und jetzt seid ihr dran. Ich meine, ich rede immer im Wams, aber jetzt sind Leute dran. Hermann, du hast gar nicht Hermann. Kannst du mal gib mir mal meinen PC. Irgendwie, nein. Irgendwie bin ich an deinem Nippel dran. Oh. Pass auf. Oh, ja. Der Wams ist der wärmste Vlog am Sonntag. Machst du jetzt den Fisches-Teil? Fisch das! Schneider. Mach jetzt. Ja, okay. Entschuldigung. Wir haben uns tatsächlich zusammengefunden. Geflutscht. Jetzt mach weiter. Wir haben uns tatsächlich zusammengefunden hier an diesem Freitag, Hermannstag. Es ist Sonntag. Es ist, ja genau. Fleming, du hättest dabei sein können. Fleming, fuck off hier, ne? Ach ja. Entschuldigung, Fleming, aber Fleming ist okay, Fleming ist cool. Fleming ist cool. Fleming, sagen, Fleming Flo, den jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Nee, aber den Kanal könnt ihr ruhig abonnieren, Fleming Flo. Das ist gut. Abonniert den Kanal Fleming Flo, das ist geil. Und nicht zu vergessen, Goldfinger Reviews zu abonnieren. Und Thundermania. Thundermania. Vielleicht gleich anruft. Ruf vielleicht gleich Thundermania an. Ich möchte eine Sache sagen. Ja, Sender? Ich muss eine Sache sagen. Sender ist gerade dran. Ich wurde hier zu gezwungen. Sender. Ja, du hast ein Video. Oh, hab ich Hammer vergrault? Hermann! Hast du eine Blu-ray? Hast du eine Blu-ray? Ja. Sollen wir hier mal Blu-ray Sammler Nummer 1 machen? Du bist Blu-ray Sammler 2? Ich bin Blu-ray Sammler 2. Ich habe 5 Steelbooks. Aber Flo ist Mediabook Sammler 1. Und deswegen drehen wir hier den Wagen. Deine Mutter ist Kindersammler. Boah. Dann ja, genau. Richtig. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben uns zum ersten Mal gedatet, sozusagen. Wir haben uns gedatet bei Flo. Flo ist. Date me. When you don't date me, I'm going home. Ja, genau. Wir haben uns hier zusammengefunden bei Flo, aka. Wir haben uns hier zusammengefunden. FloTube, wir sind zu Gast bei FloTube. Um einen guten Freund zu verabschieden. Erstmal vielen Dank, Flo, für die Gastfreundschaft. Fass mich hier. Okay, alles klar. Und ich weiß gar nicht, ob bei Flo irgendwelche Filme in dieser Woche geschaut hat, die zu reviewen. Bist du auf dem Bild? Ich weiß nicht. Ja, guck mal da. Wir haben uns hier versammelt, um einen guten Freund zu verabschieden, der gelegentlich irgendeine Nutte in einem Wohnwagen beim Bund geknallt hat. Und Curie nomine. Okay, ich distanziere mich übrigens immer noch von dem. Nö. Willkommen zu. Der kommt freiwillig zu mir nächste Woche, ne? So viel hier zu distanzieren, ne? Ja. Nein, ich wurde dazu gezwungen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz recht herzlich grüßen an Fleming Flo. Wir grüßen dich ganz recht herzlich. Das ist jetzt ohne Scheiß für dich hier. Grüße aus Osnabrück. Aus Amsterdam. Ja.
Darf ich das sagen? Osnabrück. Du weißt, was du machst? Ich weiß. Ja, in den meisten Fällen. Du ich hab keine Ahnung. Also du glotzt so auf irgendwie auf Teufel komm raus in die Kamera. Teufel komm raus. Genau. Und ja, wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir uns gedatet haben, hier komplett hier in Crew und in Osnabrück. Mike Omone. Osnabrück ist ungefähr... Wenn ihr am Sonntag Koks verkaufen wollt, ist das ein ganz schlechter Zeitpunkt. Es ist, ja, genau. Der beste Zeitpunkt, um Koks zu verkaufen, ist entweder Freitag oder Samstag. Oder Freitagnacht. Und dieses alles, was ihr hier seht, also dieses Video, dieser Wams, das ist... Wams! Hallo, liebe Videofreunde! Das ist ein Lehrstück an Gonzo. Ja. Ihr seht hier Gonzo in Reinform. Hunter S. Thompson wäre stolz auf uns. Nein, Charles. Das muss ich jetzt mal so in. Inklusive Charles Bukowski. Du hast Charles Bukowski vergessen. Weil wir haben hier einen aufmerksamen Viewer, Zuschauer namens Vomitus Rectalis, der gemeint hat, wir müssen den Charles. Schreib mich nicht an, Mann. Ist doch doof. Vomitus, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also was du so machst, ist eigentlich ganz cool, aber vielleicht solltest du doch mal, ich meine, du machst immer das Gleiche, ne? Immer nur Bier saufen und Name-Dropping und den ganzen Kram, ne? Du weißt, wovon ich rede. Bier saufen, ne? Ja, wir haben Bayern, ich darf Bier saufen. Ja, du kannst Vomitus, du kannst auch ein bisschen mehr Bayern und Bier. Vomitus hat zwei Cams. Wir haben eine Cam. Eine für die Zeige und dieselbe für die Spreche. Ich meine, hallo. Für die Mutter, ja. Für die Mutter. Für die Mutter. Junge, die Kippe hier noch, die nehmen blauen Päckchen. Darf ich dir nicht aus wie dein Sklave? Oh, bitte. Oh, es wird homoerotisch. Hast du irgendwelche Filme vorbereitet, die wir besprechen können? Mike ist salzig. Welche Filme haben wir in der Woche gesehen? Nee, ich finde, wir sollten noch einen ganz persönlichen Freund von uns grüßen. Der fängt mit F an und hört mit Fuck you, Fisches auf. Fisches. Ja, das ist hier der Fischmeck, ne? Fisches steht im Regen. Du bist echt ziemlich salzig. Fisches ist 14 und damit kann man, ich glaube, man kann Fisches mittlerweile legal knallen, wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Wenn Fisches jetzt irgendwie 17 ist. Auf Fisches? Frau 12. Fisches, ich muss. Das ist auch nicht mehr legal. Das stimmt, dann die Fische müssen ja sagen, ich habe schon 11-jährige geknallt, die waren durchtrainierter als du. Und das die hatten auch keine endlich. So schwule, die hatten noch keine so schwule Emo-Frisur wie du, ne? Die waren du verkackter Lappen. Die waren noch Punk, nicht wie du. Emo ist doch voll 2008, Mann. Diese Hitler-Verschnitt immer in diesen Livestreams immer, diese Tonne. Warte mal, krieg ich das hin? Warte mal. Ich glaube nicht. Mach mal weiter, das sieht gut aus. Jetzt hat er sich das letzte bisschen Hirn aus dem Kopf gestrichen. Da kannst du so machen. Ich meine, bei meiner Frise kannst du irgendwie so, sowas machen. Wisst ihr, wie surreal das ist, Marlo in Real Life zu treffen? Nee, das weiß keiner. Es ist auch unangenehm. Genau, du bist Charles Manson, mein Freund. Also wenn ihr mich in Real Life treffen wollt, das geht gar nicht. Das ist so unreal. Das ist so... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das hier hinführen soll. Das ist so unreal, geht's gar nicht. Das ist professionell. Ja, genau. Aber das ist professionell. Die Frage im Wams ist ja immer, ich meine, was haben wir die Woche gemacht? Ich meine, meine Woche war unspektakulär und ich habe nichts gemacht, Marlo. Was war deine Woche los? Meine Woche war, ich musste für 4 Leute zusammenarbeiten, weil ich für 4 Leute eingesprungen bin und das war scheiße. Okay, das war sehr langweilig. Es war langweilig, Marlo. Es war extrem langweilig. Mike, ja, was war mit dir los? Was soll ich sagen? Außer dich auszuziehen, hast du irgendwas anderes gemacht? Ich habe mit einer Band, deren Namen ich nicht nennen möchte, ein Konzert gespielt. Aber wo? Genau, die Band. Die Band, der ich spiele, heißt Slayer. Ich möchte das mal sagen, ich bin Carrie King. Slayer, genau. Slayer. Ich bin halt Slayer. Aber ich spiele nur Dio-Lieder nach. Nur Dio. Das ist ganz komisch. Dio-Lieder und alte österreichische Volkslieder. Genau.
Wir kommen voll Stangelwirt. Stangelwirt, das gibt's ja gar nicht mehr, ne? Nee, gibt's das gibt's ja gar nicht. Mit Stangel. Nee, wie heißt er? Gibt's ja gar nicht. Willst du mich nicht fragen, wie meine Woche war? Doch. Hermann, wie war deine Woche? Hermann. Wie war die Woche des Filmstudenten? Ich habe Filme studiert. Oh. Ja. Ja. Ja, Bier getrunken. Da war er in der Mensa und hat einen Schnitzel gegessen. Oh, Mensa. Ich bin der Mensa. Herr Filmstudent. Der Herr Filmstudent. Halt mal die Fresse. Der Herr Filmstudent hat Filme analysiert. Ich weigere mich, in einer Gesellschaft zu leben, in der intellektuelle und höher gebildete Menschen diskreditiert werden. Ja, aber du hast Filme analysiert. Jetzt kommt der Filmteil. Was für Filme hast du geschaut? Was für Filme habe ich geschaut? Eigentlich nur... Hier auch noch. Oh, ich will's wirklich. Mach hier auch noch. Er macht's wirklich. Er macht's echt jetzt. Hier, ich will auch. Der ist so klein, das kommt jetzt auch nicht mehr, Junge. Manu? Nee, das. Irgendwas ist auf mich gedroppt. Das war eine Kippe. Irgendjemand hat seine Kippe auf mir zerstört. Brich mir den Kopf. Wo bin ich? Oh. Nein, meine Hand! Meine Fettfinger! Was geht hier ab, Mann? Das frage ich mich auch. Ich hab dich. Entschuldigung, machen Sie nur. Dankeschön. Meine Filmwoche fing damit an, dass ich. Wie hieß der Film nochmal? Weiß ich gar nicht mehr, aber der war schlecht. Ich hab geschaut The Fast and the Furious, wie Santa Mania das sagen würde. Teil 5. Nee, Teil 8. Warum? Nein, es war Teil 12 mit Van Diesel. Jean-Claude Van Diesel. Und ich erkläre mal kurz den Film. Da ist irgend so ein Proll mit einem Auto quasi durch irgendein amerikanisches Land durchgereist, ne, durchgetuckert. So wie die Supernasen früher, ne, mit Mike Krüger und mit Harry Weinfurt. Nee, das war die Supernasen. Thomas Gottschalk, genau. Nur mit mehr Action und mit ein paar Ärschen, ne? So, und das ist The Fast and the Furious? Ja. Furious. The Fast and the Furious. Paris. Und dann habe ich noch geschaut, hier, Avengers Age of Ultra. Nein. Und ich fand den Film geil. Echt? Ja, ich fand den Film geil, weil es sind Superhelden, die irgendwie irgendwas Gutes machen für die Welt. Und Hauptsache, es macht viel Bum-Bum und hat wenig Inhalt. Nee, das macht einen guten Film auch. War kein Bum-Bum. Es war ein höchst intellektueller Film mit Van Diesel. Mit Van Diesel. Ja. Macht wirklich Van Diesel mal. Van Diesel macht Avengers. Echt? Ja, der macht jetzt auch Avengers, ne? Weil der hat ja kein Geld mehr. Sylvester Schwarzenegger hat auch mitgemacht. Analo Scheißenegger. Ah, ja. Hey. Magst du mal, warte mal, ich kann auch über den Film was erzählen, was ich gemacht habe. Greif mal da vorne hin. Wohin? Ja, da vorne. Greif doch mal hier in den Schwanz an, ey. Ich habe geguckt. Ja. Dead Snow 2. Und der war? Scheißer als der erste. Dann, der erste war so scheiße. Nee, der erste war geil. Nö. Doch, ich musste den ersten. Der war cool. Und den zweiten, den fand ich nicht so cool. Ja, genau. Weil irgendwie, weiß ich nicht, da kam viel und ich meine, da waren ein paar coole Ideen dabei. Der Typ mit dem Nazi-Arm so. Nazi-Arm. Ich will auch einen Nazi-Arm haben, der immer so. Entschuldigung, darf ich das machen? Warum tust du das? Ich kann das nicht, das ist mein Nazi-Arm. Das tut mir weh, Hermann. Tut mir leid. Ja. Nein, Dead Snow 2 war gut. Erster war besser. Du siehst aus wie Ice-T in Buddy Count. Ja, ich fühle mich, fühl mich eher wie. Das kommt schon, Cop Killer! Evil Dick! Cop Killer! Ich sehe aus wie Ice Cube. Oder hier, Judgment Night, was war es hier? Fuck the police! Nee, come straight from the other one. This is my nigga, NEC, bitch, and I'm Ice motherfucking Team! Ice-T war Cop Killer und Disorder! Disorder! And the Pusher. You know, the Pusher. I am the governor. I am the governor. Du hast mir gerade die Augenbrauen ziemlich nach oben verfrachtet. The Governador. Nee, Cool ist, wenn du das so runterklemmst und dann die Augenbrauen mit hochziehst mit der Kappe, dass du so da sitzt, so. Oh, fuck. Du musst dann so ausschauen. why don't you do it already? Okay, ich kann nicht mehr blinzeln und, den Film, den ich gerade. Ich kann nicht. ist The Mission.
The Mission, ich meine. Aber nicht Impossible, nee, es ist einfach nur The Mission. The Mission ist ein Hongkong-Film von Johnny To. Aber das Problem bei dem ganzen verfickten Film ist, dass immer, jedes Mal, wenn ihr den Film schaut, jedes Mal in jeder Szene ist so. Schwuchteln. Ist jedes Mal. Böser Malo! böse, aus, geh runter von dem Sofa! Da ist jedes Mal irgendwie so eine Musikuntermalung. Und nein! Gibt, ja, ein doch. Film mit Musikuntermalung! Aber es ist eine dumme Musikuntermalung! Mit Musikuntermalung! Du guckst den Film, da kommt irgendwie so eine Action-Szene und dann. Das ist doch wie Argento, der. Oh, ich habe einen muss kotzen. Das ist wie Dario Argento, der super sensitive Sin gemacht hat und dann Iron Maiden drunter gelegt hat. Ja. Könnt ihr mal aufhören, euch gegenseitig anzuschwulen? Das widert mich an. Okay. Ich war nicht so weit. Aber, ja, das war mein Film. Vielleicht soll ich die Hose ausziehen. Nein, lass die Hose an. Okay. Bitte. Wollen wir noch mehr irgendwas reden? Ich meine, ist das der Wams? Ich meine, ich kann doch machen, was ich will. Ja. Heute sind die Menschen von YouTube Asozial e.V. hergekommen. Und nein, ich bin nicht hergekommen, ich bin nicht hier. Das ist eine Lüge. Das ist, was der imperialistische Klassenfeind euch verkaufen will. Der was? Da. Wer ist imperial? Er ist der imperialistische Klassenfeind. Er ist der Imperator? Imperator, der hier. Ich bitte euch, ich meine, ich bin doch kein Imperator. Und Malo ist Chacha Pings. Malo Bings. Manu ist Chacha Bings. Ich sehe, man will einmal irgendwas Professionelles machen und dann kommen irgendwelche Leute dazu und machen jetzt alles kaputt. Ja, das wird mir jetzt hier auch zu blöd. Ja, heul doch rum. Ich. Nein, oh mein Gott. Oh Gott, Himmel, hier, rund. Ich hab hier ein Getränk, oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Ach ja, du bist ja eh nackt. Was sag ich? Entschuldigung. Nee, läuft. Wir wünschen uns. Entschuldigung. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Du hast gar nicht geguckt, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, AK to the Muffin. Schau mal gerade, ob die Aufnahme läuft. Wir haben nämlich die Kamera erkennt. Frau! Was? Hallo? Schau, ob die Aufnahme läuft. Da hat man schon mal irgendjemand, der sich um alles Technische kümmert. Auf dem Bildschirm, da ist irgendwie so eine Tonspur. Es ist geil. Lübt. Geil. Willst du blasen? Nein. Hm? Ich glaube, wir saufen jetzt noch. Ein bisschen lutschen. Nur ein bisschen. Malo kotzt gleich. Malo. Malo hat jetzt so diesen Punkt überschritten, wo er ruhig wird. Das ist so im Leben, wenn man sich besäuft, ist das immer so, erst so, gib, und dann wirst du irgendwann ruhig. Und dann kotzt du. Und dann. Kennt ihr das? Kennt ihr noch Crank Yankers? Crank Yankers, diese Show auf Viva oder MTV damals mit den Puppen, wo die so Scherzanrufe gemacht haben und die dann so mit Puppen nachgestellt haben. Ah, Nee, ich war nicht auf der Uni, Entschuldigung. Und dann gab's, und dann gab's einen, der hat immer gekotzt. Ja. Der hat immer Leute angerufen und hat dabei dann. Ja, ich interessiere mich für euer neues Produkt. Ja, da können wir Ihnen das verkaufen. Ja, das finde ich. Aber ich finde, so machen wir das auch. Entschuldigung, darf ich mich Crank so ein bisschen wegdrehen? Das wird jetzt gleich passieren bei Malo. Kinder, wenn ihr irgendwie nicht so enden wollt, geht zur Schule. Wie wer? Wie ich denn auch was? Ja, ja, genau. Wie ich denn auch was? Wie ihr drei. Filmpenner hier, ja, Filmstudenten. Bleibt in der Schule. Hör mal, schnauze jetzt. Ja, Flo und ich sind die Einzigen, die es richtig gemacht haben. Hauptschule, fick dich und Feuer. Ja? Hauptschule! Du ist Wichser. Das einzige Medium, was auf einen Aufbau hinaus zielt. Genau. Was willst du mit Gymnasium? Da kannst du wenigstens machen, außer studieren. Genau. Ich mein. Dann endest du so hier, ja, ne? Oh Gott, ich hab Les Miserables gesehen. Es war so ein wunderschöner Film. Den habe ich in der Mensa gesehen, während dem Essen. Miserable war voll kacke. Du findest Miserable doch toll. Nein. Oh, ich bin Mike. Ich gucke keine Mainstream-Filme. Ich stelle nur Filme vor, die mir auch gefallen. Also Sachen, die man nicht so vorstellt. Ich habe einen Deal abgeschlossen mit, wie heißen die? So, Bildstörung. Oh ja, ich kriege DVDs von Bildstörung zugeschickt, weil ich bin Mike. Das ist ein Gerücht.
Ja, ich, das ist ein ich, Nippel. Ja, ich bin nicht weiß. Ich hake da nicht um mir rum hier. Oh, geil, das ist geil. Irgendwie schon, ne? Mir wird auch hart jetzt. Warte irgendwie. Mal, ich mache mit Finger mal das. Mach das mal aus, ja, oder? Oh, das ist aber toll. Die sind eklig. Alle drei. Das ist toll, ne? Und ich glaube hier, der hat auch ein... Manu, lebst du noch? Blas Mike ein. Jetzt blass doch schon. Nee, ich hab keine Lust. Warum ist ja eigentlich nur noch eine Kippe drin? Ja. Ich habe noch genug Kippen hier auf jeden Fall. Alle. Ich meine, willst du vielleicht mal irgendwie auch was sagen? Weil eventuell hätten wir ein bisschen Qualität. Qualität? Qualität. Ich glaube, dafür bin ich nicht. Respekt, mein Autorita! Bitch. Ich möchte nur erwähnen, dass das die Frau ist, mit der ich zwar schlafe, aber keine Sodomie betreibe, weil sie das nicht möchte. Das bin ich. Hallo, das bin ich. Ich darf das nicht. Ne? ich darf auch nicht hier in die Fresse rein, weil das ist tabu. Und Arsch auch. Und ich glaube, es fliegt gleich was. Fliegt was? Wir wissen es alle nicht. Oh, es fliegt was. Da flog was. Und wieder zurück. Bitch. Biatch. Oh, scheiße. Ich hätte gefangen. Das ist ja hier auch. Ich bin ein unschuldiges Opfer dieses Konflikts. Ist extrem. Ich bin wie der Iran. Vor allem, es wurde im Laufe der letzten drei Jahre extrem. Aber ich hätte es so machen können. Ja, liebe Freunde der Sonne. Ich bin das der einzige Mensch, der keine Bauchnabelfusseln hat. Das war Wams Nummer. Das ist eine Lüge! Nee, ich hab nie Fusseln im Bauchnabel. Das ist eine Lüge! Ich hab nie Fusseln im Bauchnabel. Das war Wams Nummer 47. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist jetzt schon Schluss? Abonniert Mike's Fucking Family Views. Nee, abonniert mich nicht, der Penner. Marlos Movie Shell. Fick dich doch, Alter. Abonniert die Videohütte. Nein, deabonniert Marlos Movie Shell. Deabonniert ihn. Ihr habt noch. Wann geht ihr? Ja, bitte? Genau. Das ist, ja, Leute, ist verloren. Ich hab verloren. Ich bin. Hermann hat verloren. Kleiner Homo. Der Filmstellen verliert. Oh. Was Neues hier, ne? Gut. Entschuldigung. Ist das die Furzgeige oder was? Ja, komm, wir machen einmal hier. Für die Kamera hier. Magic Mike's Hugging. Ja, ja, so. Ja, wunderschön hier auseinander und. Das kann man ja zensieren, oder? Nee, es wird ungezensiert gezeigt. Es tut mir leid. Mir ist das egal, aber. Manu, willst du auch irgendwas sagen? Außer doof zu grinsen? Nö. Ich verstehe. Ihr versteht nicht. Ann-Kathrin, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay. Ja, das. Läuft die Aufnahme noch? Ja, wahrscheinlich. Ich verstehe nicht, warum irgendwelche asozialen Menschen in meine Wohnung kommen und irgendwie den Wams übernehmen. Aber ich war froh, ein Teil davon zu sein und ich sage, ja, was sag ich denn? Schöne Tage, fickt euch und leckt mich freundlich und gepflegt am Popo. Plural Summer Nummer 1 ist scheiße. Fertig. Fertig ist nicht fertig, wenn du sagst fertig. Fertig ist erst, wenn ich sage fertig. Ja. Das ist jetzt hier wie bei Anchorman, wo sie dann so tun sollen, als ob sie noch miteinander reden. Schöne Grüße nach Koblenz! Schöne Grüße nach Koblenz! Ich habe eine Ghostbusters. Du meinst, schöne Grüße. Ja. Schluss ist ja nicht immer du sagst Schluss. Schluss ist dann, wenn ich sag Schluss. Dann sag Schluss. Schluss.